weiß, hier geht's auch, meine Wölfe. Willkommen, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Y, der Wanderlurk Challenge. So steigt doch der Ingame-Slot wieder ein. Sehr schön. Im letzten Part haben wir den Magma-Rüpel, den komischen Rüpel da zerstört. Ich habe jetzt gar kein Zertrümmerer dabei. Muss ja gucken, ob ich irgendeinem Idioten beibringen kann. Im letzten Part ja ganz knapp unser PG verloren, was echt schade war. Und ich überlege gerade, habe ich Bibo offscreen aufgeheilt? Das wäre jetzt unvorteilhaft, wenn nicht. Das wäre sehr unvorteilhaft, wenn nicht. Und habe ich natürlich nicht getan. Das heißt, ich verschwende den Trank dieses Kampfes direkt mal ohne Probleme an unser Bibo. Und hoffe, dass wir damit werden hier sowieso nicht gut damit durchkommen gegen diese Gegner. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Egal, okay. Och, natürlich. Jetzt verarscht mich das Ding auch richtig. Du Nadel. Sowas nervt. Sowas nervt ein bisschen. Komm, jetzt schlafen wir ein. Kriegen dann auch noch eine Amnesie. Natürlich, das warum nicht? Komm, besiegst lieber einfach dann. Ohne Müll, sowas will ich mir nicht geben. Das macht überhaupt keinen Spaß so. Das macht überhaupt keinen Spaß, denn wir schlafen jetzt 10 Runden und dann diese Level Clause, die ich mir selbst gesetzt habe, war echt unvorteilhaft für das Spiel geschehen, ne? War echt unvorteilhaft, aber halt die Challenge, ne, habe ich halt extra zugesetzt. Und Runde 2, die wir schlafen. Natürlich, natürlich, wieso auch nicht. Und das macht extrem viel Schaden, ne? Mhm. Runde 3, die wir schlafen, oder? Ja, Runde 3, die wir schlafen, sag ich doch. Easy, easy, habe ich gewusst. So, und Runde 4, die wir schlafen, oder? Nein, wir schlafen waren auf. Das heißt, wir haben jetzt noch... Also sechs Runden vor uns, wenn wir nicht schlafen, ne? Wenn jetzt wieder ein Gegner kommt, dann... Okay, Schlammbart. Ja, 6 Runden. Hm. Wir könnten eventuell vorher das Ding besiegt haben. Ja, das ist mit den 6. Noch 4 Runden jetzt. Wobei, na, noch 5 Runden. Natürlich. Und noch ein Gene. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Und nochmal eine Duna. Vielleicht quitten wir ja so mega OP. Und wir haben ja eben Double Quit gemacht, ne? Aber kriegen nicht mal in die Sonne. Das war so klar. Das war mehr als gerade. Das Spiel trollt uns jetzt richtig. Jetzt richtig. Jetzt wo ich dann wieder spiele, trollt uns richtig. Jetzt schlafen wir nochmal eine Runde. Mhm. Sehr schön. Na, so kann man die ersten 5 Minuten bis 10 Minuten des Partys erbringen. Und wir schlafen erste Runde. Mhm. Easy. Easy. Und wir schlafen die zweite Runde natürlich auch. Wer hätte es auch anders erwartet? So kann es auch nicht anders sein. So, und dann kommen wir zur nächsten Runde. Runde 3, die wir schlafen. Genau. Easy peasy. So muss das sein. So, und dadurch schlafen wir jetzt an der vierten Runde auch, oder? Vierte Runde aufwachen und schlafen. Wir wachen auf, sehr schön. Aber schau, man kann nur 3 Runden schlafen, nicht gehen, ne? Ja, und das reicht nicht. Nein, das reicht natürlich nicht. Wir brauchen nur eine Runde. Und jetzt kommt ein Schlammbad, der uns wieder richtig schön runter macht. Wir hätten es gar nicht hochheilen müssen. Ne, wäre das Ding hier weg gewesen und easy. Aber gut, wir haben jetzt Schlubruck besiegt, ne? Hat ja lang genug gedauert. Ja, Bibor, schieß es mit deinem Stachel ab, du. Mach das nun, mach das nun. Okay, nachdem das auch geschafft ist. Hey, oh, Level 18. Ich bin glücklich. Wir steigen auf. Kommt noch ein Fritzelblitz. Mhm. Das wird uns so kaputt machen jetzt. Ich hoffe mal, dass es sich zuerst jault. Ich gehe auf den Energiefokus noch schneller, okay. Hoffentlich jaule. Okay, oh, Donnerwelle. Ist das dein Scheiß Ernst? Das macht so gar keinen Spaß mehr. Ohne Müll, das macht so gar keinen Spaß. Du Nadel, vielleicht reicht es ja. Ich denke es eher nicht. Und der geht auch auf Zugkeep. Der macht akzeptablen Schaden. Wir haben gerade die Fullpara bekommen, ne? Wir haben gerade die Fullpara bekommen. Und durch den Silberblick wird der nächste Dings umbringen. Das heißt, wir sind, müssen es jetzt killen, sonst haben wir ein Problem. Und es war kein Crit, es ist vergiftet. Und diesmal war es ein Crit. Dankeschön! Ein bisschen Glück haben wir doch noch. Ein bisschen Glück haben wir doch noch. Damit haben wir jetzt 5 Minuten Spart, sag schon. Die ersten 5 Minuten damit verschwendet, irgend so eine dumme Rüpeltante zu besiegen, die einfach total schlecht ist, aber da kann man sich direkt wieder aufregen. Aber Leute, das mache ich nicht. Nein, ich reg mich da nicht wegen sowas auf. So. Paraheiler.
Auf dich. Und weil ich dich so sehr mag und dich nicht direkt verrecken lassen will, kriegst du auch noch hier so einen Scheißdreck. So, wer kann... Ich hab nicht mal einen Zertrümmerer. Ich hab den Zertrümmerer nicht mal als VM. Wann bekomme ich die denn? Ach du Scheiße. Egal. Ich werde sie bestimmt nicht brauchen. Hoffe ich, um in der Story weiterzukommen. Ich gucke einfach aufs Screen mal, oder... Das kann ich jetzt machen. So während des Kampfes. Ach ja, ein Doppelkampf. Wow! Komm schon, ja, lass uns als Team kämpfen. Währenddessen checke ich gerade mal ab hier. Pokewiki.de Poke mit der Trümmerei. So. Gut, und du machst hier weiter. Komm schon, ja, red nicht so viel, kämpf einfach. So. Zertrümmerer. Hat die VM. Ne, TM. Das ist eine TM. Ach du Scheiße. Die TM bekomme ich in Petropia. Muss ich gleich mal irgendwann nachgucken. Hätte ich jetzt hier vielleicht gebrauchen können. Aber ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen. Das wäre richtig am Arsch, wenn ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müsste. Aber gut, ne? Ist ja vor allem Zertrümmerer. Warum ist Zertrümmerer nur eine TM? Das gefällt mir echt gar nicht. So, wir haben Zurukex. Das ist perfekt für die Du-Nadeln gedacht. Und sie ist jetzt ein Psyau, das ist gut für das Glibunkel. Oh. Und vergiftet. Nice. Stimmt, Kampf resistet ja. Mhm, hab ich vergessen. Lichtschild. Gut, dankeschön. Finte auf Psy. Oh. Wow. Der wird aber wissen. Auch noch eine Finte auf mich. Okay. Die macht. Heilige Damme. Die macht aber Schaden. Gut, der nächste Runde ist das Zurukex down, auch wenn mein Biber auch down ist danach. Auf jeden Fall ist das Zurukex weg damit. So, und Badum einmal. Und dann noch die zweite Runde. Wobei, ist es weg denn? Ja, das dürfte weg sein, eventuell. Psystrahl auf. Ja gut, auf Zurukex hat es eh nicht gemacht. Glibunkel ist raus. Das ist sehr schön. Und wenn er das Glück überlebt, mein Biber jetzt mit Pech nicht. Level 19. Yippie. Haben wir was geschafft, du. Raserei. Was macht eine Raserei nochmal? Er erhöht den Angriff des Anwenders, wenn dieser getroffen wird, solange die Attacke aktiviert ist. Hm. Besser als Energiefokus. Muss ich keine Runde opfern. Ob jetzt Kütter gemacht wird oder Angriff erhöht, ist egal. Achtung, Finte auf mich. Komm schon. Nein, auf Psyau. Nice. Es wird das Psyau zerstört, nicht mein Bibor. Das ist doch super. Oh, und Moxie. Natürlich, warum nicht? Moxie, geht immer. Geht immer, geht immer. Und Gift besiegt sich. Komm, Serena, schick dein Absol in den auch, du Scheiße. Die ist ja vorbereitet, du. Du Nadel. Hat der gerade einen Sucker Punch gemacht? Habe ich gar nicht lesen können. Egal, gut. Sucker Punch hat auch ein bisschen was gebracht. Gut, haben wir das auch geschafft. Super. Super, super, super. Ja, damit haben wir Doppelkampf auch gewonnen. Dankeschön. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, das regt doch ein bisschen auf. Oh, das muss ich ehrlich sagen. Sowas regt ein bisschen auf. Ah, okay, ja, maßgeschneiderter Anzug und so weiter. Lass mich einfach durch. Ist das alles so Krümel? Ne, egal. Ja, jetzt drüber Steine, sie bringen mir jetzt auch nicht viel. Fluchtseil, gut, da kann ich mir jetzt gleich gut entkommen. Und easy. So, hi. Ja, komm, Serena, du brauchst aber ziemlich lange, bis sie herzukommen. Ich rede ziemlich schnell mal schon, ne? Hast du ihn gefunden? Nein, er steht nur vor uns. So, oh, hallo, auf der Suche nach Fossilien. Wenn alles in Ordnung, ne? Was? Teen Flare? Ne, 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 was soll das sein? Ach du Scheiße. Der Typ hat ja gar nichts mitbekommen. Ja, ich bekomme. Oh, jetzt bekomme ich sogar ein Fossil. Kiefer oder Flosse? Ist mir eigentlich egal. Ich nehme Flosse, weil ich es eh tausche. Flossenfossil. Wobei, soll ich es direkt tauschen? Ja, doch. Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, es direkt dann wegzutauschen. Easy. Easy, easy. Gut, nachdem das auch geklärt ist, ne? Ja, war eigentlich unterwegs, bla bla und so weiter. Und geh mir nicht auf den Sack mit irgendwelchen dummen Gesprächen, ne? Ich weiß, ich bin krank, da bin ich gereizt und nein, eigentlich nicht. Nein, ich flossen vor der Fluchtseil, weg raus hier. Weg, weg von dieser Frau. Ich dreh mich ein paar Mal im Kreis, dann läuft das. So, du heilst mein Team. Dankeschön, nette Frau. Allerdings bist du tot und somit aus dem Spiel. So, PG ist leider schon raus. Warte, Moment, Level, 2019, okay.
Gut. Hey Rio, nimmst du mich mit? So, wir wollen einen Rückweg machen. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Und zack. Easy. Doch, das ist easy. Och ja. Wilde Pokémon wie Sand am Meer. Ne, was kommt jetzt auf uns zu? Ein Iguana. Okay. Fast hätten wir es zertrampelt. Wildsbolde. So. Du bist entkommen. Dankeschön. Schangedöns. So, gehen wir hier weiter. Fels 1. Fels 2. Um welches Pokémon zertrampeln wir als nächstes? Hoffentlich gar keins, dann kommen wir nämlich schnell hier weg. Und? Natürlich müssen wir noch eine Kurve gehen und noch eine Kurve, ja. Die machen einen Weg auch so schwer, ne? Ich meine, ich weiß ja, wenn er dort gesungen, dieser Weg wird kein leichter sein und so weiter, aber trotzdem, man kann es auch übertreiben. Okay, so. Da zurückgehen. Dann hier reingehen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind hier rein. Dann legen wir Taubsi in die RIP-Box ab. Das ist sensvoll, ne? War richtig sinnvoll. So, Taubsi, du darfst zu deinen Freunden, die alle tot sind. Genau, die alle tot sind. Liebe. Liebe muss Liebe sein. Okay, easy. So, du tust jetzt das Fossil beschäftigen. Ja. Du hast mir das, glaube ich, sogar noch gegeben, aber ihr seht eh alle gleich aus. Wuhu, wir erhalten ein Amarino. Sehr schön. Danke. Wäre auch echt nicht nötig gewesen. Ich werde es eh direkt wieder tauschen. Von daher, gib mir schon Geist. Erzähl mir nichts davon, ich will gar nichts wissen. Ich tausche es direkt wieder. Nein, möchte ich nicht. So, Wunder tauschen. Dankeschön. Und ihr wisst ja, wie es jetzt abläuft. Wenn das zu lange dauert, setze ich einen Cut. Wenn nicht, dann läuft das easy. Ein Amarino, das uns nicht interessiert, weil wir es in der Wonderlock bekommen. Echt nice, ne? Für die, die es immer noch nicht gepeilt haben, ne? Am Ende des Projektes, sobald ich gestorben bin oder die Top 4 geschafft habe, beziehungsweise den Champ, wenn alle Pokémon, die in diesem Projekt benutzt wurden, ob RIP-Box oder halt im Team, werden halt an euch verlost, ne? Ihr macht dann mit und ja, Amarino hat Level 20. Okay. Jo, weg damit. Level 20. Ja, das heißt, ihr bekommt dann die Pokémon, mit denen ich diese ganze Story durchgemacht habe. Ne? Ist richtig easy, richtig cool, ich weiß. Ich weiß, ich bin echt so ein netter Kerl, dass ich sowas für euch tue. Ne? Gut, ist auch egal. So. Es sind zwar dann nur Unikate in dem Sinne, weil sie aus der Story kommen, aber ist ja auch egal, ne? Wir bekommen irgendein Pokémon. Hoffentlich ist es unter Level 20. Wäre von Vorteil. Ansonsten weiter geht's. Es ist ein Nebula. Das kennen wir doch. Hatten wir nicht schon mal eins? Doch, wir hatten easy. Wir hatten schon mal eins, ne? Da, nein, hier ist die Ephelial Gates noch gewesen. Da war noch Ephelial Gates. Da war noch Ephelial Gates. Ja, come on. Und Nebula im Thumbnail und Part 5. Ja, Es ist ein Teammitglied jetzt, ne? Also muss man sagen, es gehört jetzt zum Team. Ich hoffe nur, dass es unter Level 20 ist. Schauen wir doch mal direkt nach. Es ist auf Level 1. Okay, was kannst du denn so? Bist du gut? Abgesang, Aussetzer, Typenspiegel und Klärsmog. Not bad. Not bad, doch. Das kriegt jetzt erstmal die Spritze auf Level 20. Sonderbaron, so. Lalalalalala. Level 1, Level 2, 3. 3 schon, okay. Okay, ich hab's auf Level 1 gelevelt, ne? Ja, so einer bin ich. Ich level alles auf Level 1, ne? Alles erstmal Level 1 leveln. Das ist easy. Nee, Kroll brauch ich nicht. Aber hey, was geil ist. Entschuldigung, B-Boy darf trotzdem weiterkämpfen, weil Level 20 halt, ne? Aber wir haben jetzt alle in ungefähr einen guten Rahmen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben alle ungefähr einen Rahmen gehabt, was richtig mies wird, wenn wir Pokémon Level 40 oder sowas bekommen, ne? Und dann müssen wir einen auf Level 1 Pokémon auf Level 40 hochmachen. Das wird dauern. Das wird richtig nerven. Aber das werde ich ja wahrscheinlich alles bieten. Das müsst ihr euch ja nicht selbst antun. Das wäre echt zu viel des Guten. 3, 12, 12, 12, 13, komm schon. Oh, Leute, ich will keine Attacken. Auf jeden Fall nur, wenn es gute Attacken sind. Nee, wieder keine Scheißattacken. Es wird eh direkt wieder verrecken. Mann, oh Mann, oh Mann. 14. 15.
Nachtnebel, ja, die erste sinnvolle Attacke, die es lernt. Macht zwar nur demnach ein bisschen Schaden. Aber gut. Gegen, ja, Typenspiegel. Ich weiß gar nicht, was davon ist alles eine Zuchtattacke, ne? Ich guck gerade mal nach, das interessiert mich jetzt mal gerade. Weil dann würde ich es so nämlich mir für mich klonen, weil Zuchtattacken sind immer ganz nützlich. Komm schon, jetzt lad schneller. Nebulak Zuchtattacken. Clairsmog, ja. Typenspiegel, ja. Abgesang und alles drei. Lernt es doch so Aussätze? Ja, wahrscheinlich, oder? Nein, tut es nicht. Mir egal. Aussätze geht trotzdem weg. Mache ich halt über Herzschuppenmann. So. Und auf 5 Level, dann haben wir es geschafft. 4, 3, 2, 1. Konfusstrahl, nein. Und zu der letzte Level 20, Dankeschön. Schabalabadingdong erreicht Level 20. So, was haben wir das mal geschafft? Jetzt wird wieder sortiert. Fertig sortiert. So. Bibor ist immer noch im Rennen. Ich glaub's einfach nicht, dass Bibor immer noch im Rennen ist. Wie hat Bibor das nur gemacht? Ohne Müll, wie hat das gemacht? Aber gut, warte, das ist doch Petropia. Irgendwo hier bekomme ich Zertrümmerer. Pff. Nee. Warte, Zertrümmerer, da will ich jetzt mal nachschalten, wo ich das hier bekomme. Dann hole ich mir das gerade ab. Petropia. Doch, das ist Petropia. Zertrümmerer bekomme ich von einer Frau vor dem Aquarium. Ja, wahrscheinlich von dir, Süße. Hi. Dankeschön, hätte ich nicht dort gebrauchen können. Mann, sprech mich das nächste Mal doch bitte früher an. Moment, nerv ich nicht. Kann Bibor das erlernen? Bitte kannst, bitte. Bitte kannst erlernen. Du würdest mir echt den Arsch... Ja, dankeschön, Bibor, du kannst erlernen. Hast wenigstens jetzt auch eine Attacke, die zwar immer noch keine Gift-Pokémon trifft, aber ist ja Nebensache. Wir treffen noch keine Gift-Pokémon gut, aber... Was will man auch besser lassen? Ah doch, wir haben Raserei, dann treffen wir Gift-Pokémon gut, ne? Giftstachel brauchen wir nicht, macht Dunadel besseren Schaden. Und vergiftet mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Die scheint, ne? Fast jede Dunadel, die nicht gegen Gift-Pokémon war, vergiftet. Ja, Internetverbindung, mir egal. Deswegen, easy. Mein Lieblingswort in letzter Zeit, ich irgendwie ziemlich oft easy. Macht mir Panik, ne? So, nachdem wir das da auch geschafft haben, wir fast einen kompletten Part damit verschwendet haben, setzen wir nochmal zum Start an, ne? Okay, ja, komm schon. So, wann bekomme ich das Fahrrad? Das würde mich auch interessieren, ist ja auch... Ah, gut. La, la, la. Und... Itemradar, ja. Ach, danke, Itemradar. Okay. Dankeschön. Ja, ich weiß, wie... Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich weiß, wie so ein Itemradar funktioniert. Aber Dankeschön für diese sehr sinnvolle, ausführliche Erklärung. Registrieren. Itemradar. Komm, wir benutzen ihn direkt mal. Ach ja, wir bekommen direkt einen Kampf. Hi! Ja, warum auch nicht? Kämpf gegen mich, nerv mich. Nerv mich einfach. Ja, genau. Oh, Simone Schwimmerin mit einem Wingull. Okay. Dum, dum. Dum, dum. Gegen einen Wingull gehen wir mal in die Raserei. Boom! Wir bekommen Schaden. Angriff steigt. Sehr schön. Du Nadel. Das ist aber ein ordentlicher Schaden dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, Brudi. Reicht es? Nein, tut's nicht. Bitte kein Flügelschlag, bitte kein Flügelschlag. Aquawelle. Denke ich. Wir sind nicht verwirrt. Müssen eigentlich... Ja gut, dann steigen wir halt nicht weiter. Aber hey, warum auch, Zertrümmerer? Boom. Damit ist Wingull raus. Sehr schön. So lässt sich's auch leben. Die geht tatsächlich. Tatsächlich auf ein Enton. Gut, mein Angriff ist schon geschrieben. Du Nadel dürfte eigentlich reichen, oder? Bist du schon ein Psychotyp? Nein, bist du nicht. Ja, die Du Nadel. Ach, du könntest zwar ein Crit. Ach, Mann. Es war ein Crit. Hätte ich nicht zweimal critten können? Jetzt kommt nochmal so eine Aquawelle. Und die macht aber Schaden, ne? Die macht Schaden. Das Enton ist noch nicht besiegt. Oder werde ich das jetzt besiegen mit einer Du-Nadel?
Jetzt kommt so Ruckzuck oder sowas. Ah, gut. Oder eine andere Prio-Attacke von Enter, ne? Was kann Enter für eine Prio-Attacke? Gar keine, glaube ich, ne? Ah, das wäre es natürlich jetzt auch gewesen, wenn so eine Prio-Attacke davon gekommen wäre. So, Level 20. Halleluja. Schwimmerin 47. So, Biber, du darfst jetzt auf die Ersatzbank. Und zwar darf Datiken jetzt mal wieder kämpfen, weil Datiken es lange nicht mehr gekämpft hat jetzt hier. Pokémon. Datiknis. Datiknis hat lange, lange nicht gekämpft. Ich darf Datiknis direkt kämpfen. Das war super. Wow. Die Frau will bestimmt easy kämpfen. Oh, wir haben Reliviera City erreicht. Und wenn wir das erreicht haben, heißt es, dass hier die nächste Arena sein wird. Sehr cool. Ein klar. Fahrradladen und Item. Hm. Hä? Digga. Da unten oder was? Hier hinten? Ah. Ja, da hätte ich jetzt auch lang suchen können, da oben. Dankeschön. Da ist ein Fahrradladen. Das heißt, wir bekommen jetzt endlich auch ein Fahrrad. Sehr cool. Sehr cool. Fahrrad, dankeschön. Hallo, Mr. Fahrradman. Oho, willkommen. Ja, ja, dankeschön. Aha. Wow. Wow. Mhm, okay. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen... Ja, natürlich. Ja, gut, dafür kriege ich jetzt ein Fahrrad. Ja, wir nehmen natürlich das grüne Fahrrad. Wir halten ein Fahrrad. Woo! Let's get ready to riding. Nice, aber wir haben keine Schienen schon und sowas, aber ist ja auch egal. So, Registrate 2. So, meine Wölfe, aber dafür würde ich sagen, der Part von heute ist jetzt auch vorbei. Ne, war ja extrem spannend. Na, aber ja, gut. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Y Wonderlock Challenge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Euer Wolfix over and out.